Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die verstrahlte Welt von Endzone, World Apart. Ja, ich habe auf Wunsch von Shavum werde ich meinen Untergang hier mit euch teilen. Und es wird ein Untergang werden. Da kommen Sandstürme auf uns zu. Leute, hier, 326 Leute sind verstrahlt. 105 Werkzeuge fehlen, 757 Schutzanzüge, 2 sind noch krank, 235 haben eine Scheißgesundheit. Wie ihr seht, ich hatte hier versucht, noch eine Dings aufzubauen, eine Medizinstation, wenn ich es jetzt finde, da, das wird auch nichts mehr, weil es ist keiner mehr da, der hier noch irgendwas machen könnte. Wir haben nur noch 115 Baumeister. Von knapp 1200 Leuten, 1300 Leuten haben wir jetzt noch 1099. Ich werde natürlich mein Möglichstes tun, das hier zu retten. Dazu gehen wir jetzt mal aus der Pause raus und warten ab, was passiert. Weil mehr kann ich gerade nicht tun. Ich habe keine Möglichkeiten. Tatsächlich nicht. Und alles nur, weil einmal so ein blöder Schwung an Bewohnern dazu kam. Von über 250 Stück. Ich weiß immer noch nicht, woher. Oder 300, ich weiß es nicht mehr genau. Auf einmal hatten wir nichts mehr. Hier, alles war, ist leer, ne? Schrott kommt so gerade mal, da hört ihr es, die Leute sterben. Hatten wir aber schon mal das große Sterben. Aber selbst wenn das aufhört, weiß ich nicht, ob ich noch Lust habe, nochmal hier mit 500 Siedlern oder was anzufangen, ne? Ja. Ja, wir müssen jetzt warten hier. Ja, ich weiß. Was soll ich denn noch machen, Junge? Hast du mal gesehen, was ich schon mache? Kneipe errichten, das wird schon nichts mehr. Da werden wir verkacken. Hier, Werkstatt errichtet. 15 von 12. Aber er baut kein Werkzeug. Schneiderei. Vier Werkstätten. Vier Schneidereien. Die sind hier aber schon. Ich bin ja schon dabei, welche nachzubauen. Hier müssten noch mal zwei dazu, ne? Ich weiß nicht, wie ich das noch retten soll. Hier, warte. Ich habe noch irgendwo eine zweite Baustelle. Ich weiß noch nicht mehr, wo sie ist. Oder ist die schon fertig? Anscheinend, ne? Die ist noch nicht fertig. Hier fehlt noch Stoff. So, die können wir aber auch schon darauf umstellen. So, da muss ich ja doch noch vier Schneidereien bauen. Ressourcen, ausgebaute Schneiderei. Ja, hier ist unsere Schneiderstelle jetzt. So, ja, ich kann sowieso nur noch die eine hier bauen. Oder? Gehen zwei. Hier gehen zwei hin. Da geht nichts hin. Hier geht noch eine hin. Ja. Drei. Jetzt muss ich gucken, hier vielleicht noch mal eine dabei. Ja, aber die müssen auch erstmal gebaut werden, ne? Ja, denen fehlt es ja auch an allem. Ich habe ja nichts mehr. Also, ich könnte die Köhlereien abstellen. Dann kriegen wir wieder Holz. Wo sind denn Köhlereien hier? Eine Köhlerei, hier eine? Ja, die stellen mal alle ab. Ich habe ja nur zwei von daher, aber wenn es hilft, dann hilft's. Das hat zumindest beim letzten Mal noch geholfen, aber diesmal glaube ich nicht. Ja, wer frisst denn noch viel Material, was ich jetzt erstmal stoppen kann? Die ganzen Werkstätten kann ich nicht stoppen, weil mir fehlt das Werkzeug. Ist hier ein Händler? Hier ist ein Händler. Der kann ich aber nichts mehr bieten, oder? Jetzt habe ich den Handel auch noch abgebrochen. Ich Idiot, ey. Oh Mann, Leute, das ist ein Kappes hier. Was braucht denn so eine Betonfabrik hier? Kohle und Wasser, ja, tut nicht weh. Hier für Sand brauche ich gar nichts. Hier sowas hier, Glas, braucht auch nur Kohle und Sand. Ja, ob ich das ausschalte oder nicht, tut nichts zur Sache, ne? Wir werden hier sterben.
So oder so, wir haben keinen Schutz, gar nichts. Ne? Guckt euch mal jetzt die Fruchtbarkeitslinie an. Die wird jetzt wahrscheinlich auch, naja, noch haben wir mehr fruchtbare Menschen als unfruchtbare. Noch. Altersverteilung haben wir hier den Erwachsenen am meisten. So, die Betagten sterben gerade alle. 190 Junge, 48 Kinder und 102 alte Erwachsene. Ja, was soll ich jetzt sagen, ne? Ich habe schon den Plündererangriff gegen uns abgewehrt, aber hier, der hat auch jetzt hier nichts mehr, um was zu reparieren. Fehlende Ressourcen an allen Ecken und Kanten. Wer zum Beispiel verbraucht Holz? Wo kann ich Holz einsparen? So müsste ich ja mal gucken, ne? Ja, Holz brauchst du ja eigentlich überall. Ja, vor allem für die Baustellen. Ja, hier, Essen müssen wir machen, ne? Und ihr verbraucht doch kein Holz hier. Ja, vielleicht zum Anheizen oder so. Hier, Essen, das ist ja alles gut. Ich muss gucken, wo ich Holz verbrate, ne? Die Schule, ne? Hat keine Lehrer mehr, ist eh geschlossen dann, ne? Wo war sie denn jetzt, die Schule? Hä? Ja? Hier. Tja. Hier nur noch 83 Baumeister. Hier geht's nach und nach auch weg. Das sind auch Leute, die uns für Wichtigeres fehlen, ne? Aber es ist ja erstmal nicht schlimm, der Verbrauch ist momentan nicht so hoch. So, Tebara. Ist das nicht mein absoluter Lieblingskunde? Ja, ciao, ne? Der kann ich nichts bieten. Oh, Mann. Ja, hier. Hallo? Lexmidom Osch. Komfortables Haus errichten. 3 von 13. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Eintöpfe. 15.000. Ja, komm. Mach doch. Ist doch egal. So, Küche. Eintopf, Eintopf, Eintopf. Schaffen wir eh nicht. Fehlen ja die Leute. Ja, jetzt wird das ganze Holz natürlich für Reparaturen benötigt. Ne? Ist ja klar. Einer mit den Kneipen wird eh nichts, aber das ist auch scheißegal. Ne? Metallwerkzeuge, das wäre cool, wenn er die produzieren würde. Aber ohne Metall keine Werkzeuge. Guck mal hier, ey, unter 1000 schon. Hm. Ja, wäre geil, ne? Könnten wir gebrauchen. Sind zwar nur 247, immer noch zu wenig. Aber haben oder nicht haben, ne? Hm. Ja, irgendwo ist Produktionsstopp. Gucken wir doch mal. Schrottsammler. Da. So, wer? Der. Ja, der hat aber auch immer noch nicht das da, ne? Ach, okay. Wo soll ich denn hier noch Schrott herhorten? Hier. Nee. So. Ja, hier Verstrahlung und, ne? Na. Verdammt hoch. Einmal zu viele Leute auf einmal und schon geht dir hier die ganze Buchse, die ganze Butze unter. Alles drunter und drüber hier, ne? So ein Murks. Aber das Sterben wird gerade ein bisschen weniger. Hm. Ach so, machen wir die Pause aus. Haha, dann wird das Sterben auch wieder mehr. Ja, sag ich doch. Ja, es ist halt so, mal kommen welche, dann gehen wieder welche. Bäm, bäm, bäm. Ne? Ja. Hier alles Buden, die wir nicht... Wir werden das schon durchhalten, Boss, aber ein kühles Getränk aus der Kneipe wäre wirklich schön. Ja, halt doch die Klappe, ey, mit deiner Kneipe.
16. Ach so, jetzt haben wir schon 16 errichtet. Wir haben schon mehr, als wir brauchen. Echt jetzt? Und trotzdem kriegen wir nicht die Aktivkohlemasken. Ja, weil uns auch ständig alles fehlt hier, ne? Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr genügend Menschen unter den Sondierern. Ja, doch, ein paar sind noch da. Ja, die müssen das jetzt wuppen irgendwie. Es werden ja auch weniger Menschen, dann kann man wieder mehr schaffen. Also, ja. Ich brauche die hier gerade nicht. Stopp das. Stopp das. Stopp. Alle unwichtigen Baustellen weg. Ja. Das kann ich alles nachher noch machen, ne? Weg mit dem Scheiß. Alles, was gerade unwichtig ist. Habe ich die Kneipe noch irgendwo im Bau? Such die mal eben. Da, die ist nicht im Bau. Die ist nicht im Bau. Die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Da muss es die sein. Nö. Hat er sie jetzt alle gebaut, ja? Na toll. Ah, super. Ja, die hätte ich jetzt auch noch gerne abgebrochen. So, hier sind Schneidereien. Die brauche ich aber so oder so, ne? So. Ja, was soll man machen, ne? Die Kohle dürfte auch langsam Mangelware werden, ehrlich. So, die alte Zibara, kann ich dir überhaupt was bieten? Ist das nicht mein absoluter Lieblingskunde? Nee, ciao. Ich habe andere Sorgen, als Handel zu treiben. Wie sieht's hier aus? 1440. Ach, da wird doch auch nichts. Aber guck mal hier, Wasser steigt. Ja, Futter geht auch nach oben. Das ist doch schon mal was. Bei fast 300 Toten ist das kein Wunder. Ja, guck mal, wenn jetzt noch 230 sterben, geht's doch. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch mal gerettet. Ey, hier, du musst unbedingt was bauen hier, ehrlich, ey. Na, guck mal, jetzt bleibt noch ein bisschen was über, nachdem ich die Baustellen da weggemacht habe. Was sind denn noch unnötige Baustellen gerade? Ja, der Schrottfänger sicher nicht. Nee, aber sowas ist gerade unnötig gewesen, ne? Ja, ja, jetzt ist doch mal gut. Hör doch mal auf zu sterben hier. Ja, aber mehr können wir jetzt gerade nicht machen hier, ne? Warten und gucken, was passiert. Komm, ich schalte mal Vierer an. So, dass wir hier mal gucken, wann hier mal was zu Ende ist. Eine Schneiderei fehlt gerade nur noch. Krass, dann haben wir 16 Änderungsschneidereien, was mir nichts bringt, wenn ich keinen Stoff habe. Ach ja, eine Dürre. Ja, ja, Dürre ist ja nicht schlimm. Der grandiose, einmalige, unglaublich charmante Rastelwolf. Extra nur für 50 dich. Werkzeuge. Kein Sandsturm, keine giftige 50 Wolke. Hiervon. Noch mordlustige Raider können mich davon abhalten, meinen besten Kunden auszunehmen. Fairen Handel vorschlagen. Glücklich zu machen. Ja, das nicht. Sondern dann eher hier. Ganz knapp dran hier. Bam. Und wieder einmal. Handel abschließen, sehr schön. Das ging doch jetzt mal. Kriegen wir ein paar Werkzeuge rein, die sowieso sofort wieder raus sind. Ja, aber guck mal, wir haben ja schon 300 Leute verloren hier, 400. Wenn es eins, dreimal waren, das kann man doch hier sehen, ne? Bevölkerung. Wir hatten mal 1713. Ei. 300-400 sind auch schon 800. Ach, wenigstens haben wir das geschafft. So, ein paar Schalen, Schutzanzüge, bam, weg. Da und weg. Naja, aber es sind 247 weniger, ne? Ist doch okay. Immer noch zu wenig. So, Werkzeuge, bam, weg.
Ach, herrlich, oder? Absolut herrlich. Was ist hier los? Produktionsstopp? Warum? Ja, doch. Fehlende Ressourcen für Gebäudereparatur. Ja, natürlich. Kein Holz. Bam, bam. Tot, tot, tot. Überall Fragezeichen. Weil alles kaputt. Ihr checkt es. Alle Scheiße hier. Dafür brauchst du ja auch gerade das ganze Holz. So. Ach ja. Was ist hiermit denn jetzt? Fehlt denn ja Holz und Schrott, ne? Liefern, Leute, liefern. Die letzte Schneiderei ist noch nicht fertig. Hier haben wir wieder irgendwen. Kleine Blindfische, ist ja gar nicht mal so lange her. Wie so, nochmal 60 ich hoffe, hier. Ihr seid in Partylaune, denn Lizzie hat eine Menge oh Stoff ja, dabei. Komm, nimm mal alle. Und dann sag mal fairen Handel. Jo. Jo. Ja, 135. Wieder gut, wieder gut. So. Die neue Werkstatt wurde errichtet. Unsere Ingenieure haben sich extra ins Zeug gelegt. Verstanden. Ja, guck mal. Eintopf. 5700. Ein Drittel haben wir gerade mal geschafft. Ja, keine Wunder, wenn keine Leute da sind. Eieieiei, Wasserträger. Ja, das macht aber gar nichts im Moment, ne? Ach ja, und noch eine Krankheitswelle hinterher, weil ich ja schon keine Medizin habe. Aber hier geht was. Hier passiert was. Gibt wieder Leute für Medizin. Jetzt gibt wieder Medizin für Leute, meine ich. Oh shit, ey. Shit. Ja. Sehen wir mir doch beim Sterben zu. Guck mal hier. Das sind fast 900, bald 1000 Leute, die sterben. Ne? Wow. Das nenne ich mal Rückgang der Bevölkerung. Nur. 1000 Leute von 1700 sterben, ist das schon scheiße. Ne? Hier überleg mal, ich habe 8 Schrottplätze, davon 4 mittlerweile mit Schrottfänger. Das ist noch zu wenig, ne? Ich habe, wie viel Förster habe ich? 10 Försterhütten. Noch zu wenig. Wahnsinn, oder? Apropos Försterei, wie sieht's hier mit den Aufträgen für den Holzabbau aus? Ja, der hat noch zu tun. Wenn er denn Personal hat. Oh ja, vielleicht sagen wir das nächste Mal lieber nichts. Ja, ich bin beschäftigt. Merkt ihr noch was oder was? Ja, ja, nehmt euch doch, was ihr braucht. Ja, die gehört euch. Es sind gerade knapp 1000 Leute gestorben. Aber ihr Affen meint, ihr müsst irgendwelche Forderungen haben oder was? Ja, guck mal, 12.000 schaffe ich auch nicht. Ich schaffe 5.000. Können wir drauf handeln? Leckt's mich doch am Arsch. Atomische Scheiße. Gieriges Volk, ey. Der Pöbel. Wahnsinn. Was die alle wollen, du. Ja. Shit. So. Jetzt muss ich mich echt mal wieder aufbauen, ne? Die Raffinerien müssen wir haben. Ja. Also, ich muss mal gucken. Reutersammler müssen wir auf jeden Fall haben. Techniker, Minenarbeiter, brauchst du doch alles. Köhler brauche ich gerade keine, die sind eh aus. Schneider, hab zu wenig Schneider, ey. Schrottsammler, ach du ahnst es nicht. Sammler, Kräutersammler. Ja, aber der Sammler sammelt die Kräuter. Bauern, ach du ahnst es nicht. Bewässerer ist sehr wichtig. Die Wirte, die sind doch jetzt erstmal völlig unwichtig und Lehrer auch. So, ich brauche hier Sondierer und Schneider. Und ja, Schrottsammler am besten auch. So, Forscher brauche ich jetzt gerade auch nicht. Scheißegal. Forschung kommt später wieder.
So. Deutersammler. Techniker wäre nicht schlecht, ne? Totengräber habe ich schon zwei verloren. So, 15 Stück. War auch nochmal 7 mehr für Minenarbeiter. Das muss erstmal reichen. Beutersammler ist wichtig für Medizin. Oh, guck mal hier. Es gibt was, es gibt was. Es wird, Leute. Mega. Vielleicht kommen wir der Sache jetzt mal wieder näher. Haben wir einen Händler da? Nö. Ah ja, kommt aber bald, ne? So, bei 716 ist dann Schluss mit Sterben oder was? Ach, Milizen, ich brauche jetzt keinen Schutz. Nee, nicht Kundschafter. Ja, obwohl Kundschafter können runter auf 10 Milizen. Ja, müssen weg erstmal. Ja, es nützt ja nichts, ne? Ich brauche die Leute. Ich sterbe doch eh alle weg. Mal hier 6 Schneider noch. Dann sieht's doch besser aus. So, Milizen, wenn es wieder etwas besser geht. Beim nächsten Angriff müssen wir halt in sauren Apfel beißen und Sachen abdrücken. Hier, Bewässerer, ganz wichtig. Wasserträger, na, müssen wir wieder ein paar haben, ne? Mindestens 10, 15 Stück müssen wir haben. So, Brunnenwarte, ja, wir brauchen das Wasser, Leute. Jäger ist erstmal nicht egal. Fischer auch nicht. Der Koch auch nicht. Förster auch nicht. Die müssen laufen. Erstmal die Grundressourcen. Wenn die Techniker nicht da sind, sind die Techniker nicht da. Das sind Sondersachen. Hier, Sanitäter brauche ich. Dekontaminierer auch egal. Sammler muss voll. Hirte muss voll. Bauern müssen wir voll haben. Wir brauchen dann Essen. Wenn das nicht voll ist, haben wir die Arschkarte, ne? So, und Schneider vor allem. So, die muss ich zu 100% haben. Gerade war es gut, ne? Jetzt wird es wieder schlecht, weil wieder kein Stoff. Das heißt aber auch Sondierer. Ja. Später. Gerade keine Zeit für eure Anliegen, ehrlich nicht. Ja. Klauen tun sie nur nichts, ne? Ein bisschen was merken sie ja dann doch noch. Hier, Schrottsammler können auch wieder hoch. Logistiker wären auch nicht schlecht, ne? Mach mal so. Ja. Ja, später. Habe ich keine Zeit für die Jungs. Natürlich kommen jetzt noch Plünderer. Ist doch klar. Wenn es uns dreckig geht, dann kommt das Elend daher. So, ein Händler, ein neuer. Komm, lande. Zack. Zack. Na, verlassen so. Ist ja gar nicht mal so lange her. Faire Wenn Handel. Dieser Schatz nicht so schlecht wäre, würde ich vielleicht darüber lachen. Ja. Aber ein bisschen mehr. Ja. Ich wollte hier drauf klicken. Den Schrott abdrücken, Alter. Ja, aber Schrott kommt nach, ne? Ja, hau ab. Die sind schon wieder an Rumheulen hier. Mach mal was. Kuchen, ja, krieg ich doch genauso wenig hin. Zudem sollen die Leute gescheite Sachen fressen. So, aber Leute, ich glaube, jetzt geht's ein bisschen aufwärts. Wie sieht's denn aus hier? Fruchtbarkeit. Ja, guck mal, wir haben noch viele, viele fruchtbare Menschen. Die Unfruchtbaren sterben gerade. Oh, sehr schön, ey. Also nicht, dass die sterben, aber sehr schön, dass es jetzt mal wieder aufwärts geht hier. Vielleicht ein bisschen. Das Blöde ist, ich habe den Platz für den Nachwuchs, ne? Es kann ja jetzt ruhig schnell gehen. Ich kann jetzt dann anpassen, ne? Ja. Hier die Weide auch noch nicht gebaut. Wildschweine wollte ich halten hier, ne? Ja,
Aber da fehlt auch noch jede Menge Zeugs. Metall. Ja, komm. Da ist das Holz jetzt eh schon da, ne? Der repariert jetzt erstmal und dann kommt der nächste Sandsturm und dann fängt er wieder von vorne an. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Kommen neue, es gehen welche. Ja, es wird ruhiger, ne? Krisenbewältigungsprogramm scheint zu funktionieren. Wir behalten öfter mal Holz und Schrott über, das ist gut. Jetzt sind auch mal Masken im Plus, ja, Medikamente, das muss natürlich hier unten alles noch gerichtet werden, ne? Metall kommt jetzt hier, Stoffe, also es ist alles gerade wieder ein bisschen. Hier, die Verstrahlung geht zurück. Wir haben immer weniger Leute mit ohne Strahlenschutzanzüge. Jetzt kommt noch so eine Krankheitswelle. Ich finde, seitdem ich diese komische Scheiße, die das hier ja eigentlich verhindern soll, erforscht habe, seitdem sind die Leute ständig krank. Ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass wir das ständig haben. Ja, im Moment habe ich nirgendwo was. Deswegen müssen wir die natürlich auszahlen. Ist ja ganz klar. Hier, da wartet auch noch so eine Scheiße auf, gebaut zu werden. So, haben wir hier oben. Also, das muss ich jetzt mal priorisiert noch bauen, ne? Ja, das nützt nichts. So, die Schneidereien sind jetzt alle durch, ne? Ja. Und die bauen auch alle hier Aktivkohlemasken, richtig? Richtig. Die Werkstätten sind alle auf Metallschrott gerade. Ne, Schrottwerkzeug. Aber die meisten sind auf Metallwerkzeuge. Ist halt effizienter, ne? Ja. Na, genau. Bevorstehender Plünderangriff. Ha, hier geht's wieder hoch. Sehr geil. Hier noch einen neuen Hirten. Sondierer, Schneider. Logistiker können wieder ein bisschen. Guck mal einer an. Wir können es schaffen. Ja. Ich meine, der Verlust von 1000 Menschen. Mal. ja. Das tut weh, ne? Ja, die sollen froh sein, dass die leben. 15, ja, ja, mach du mal. Gibt das halt wieder Werkzeuge, ne? Ja, Leute, das war jetzt eine kribbelige, spannende, nervenaufreibende Folge. Ohne, dass wir viel was tun konnten oder Neues machen. Aber, ja... Wie oft willst du das noch sagen? Natürlich ist die Stimmung am Arsch. Ja, das kann ich doch bestimmt easy schaffen hier, ne? 15 von 16, so. Ein bisschen die Leute hochtreiben hier, ne? Neue Medizin, Forschung im Bereich Logistik. Hä? Ich habe gerade keine Forscher. Ne, das klappt nicht. Ne, ne, der will wieder irgendwelche Deko-Klamotten haben. Ja, das ist das ja hier. Die Zufriedenheit hochzujagen ist gerade nicht so einfach. Ich bin froh, dass ich lebe. Wir sind froh, dass wir leben. Ja, und schon sterben wieder mehr Menschen, als dazukommen. Ja, jetzt haben wir eine Dürre, aber das macht nichts hier. Guck mal, oh, Gott sei Dank, ey. Jetzt kann ich doch wieder ein paar Werkstätten. Ja, bin doch schon dabei. Wie viel? 18 von 8 Schneidereien. Vorhin waren es noch 11. Ja, mach du mal. Ja, ja, dann sind wir fast durch mit dem Thema. Gott sei Dank.
Jetzt haben wir hier auch im Dauerspeed mal hoch, ne? Ich bin auch leicht gestresst, muss ich tatsächlich sagen. Ach hier, da ist noch ein Handel in Arbeit. So, es gab schon lange keinen Produktionsstopp mehr bei den Schrotthändlern. Schrottsammlern. Cool. Aber da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt kein Auge für gehabt. Echt nicht. So, ihr Lieben. Das ist doch fein hier. Ich glaube, ihr habt Glück und es gibt noch eine Folge. Es gibt noch weitere Folgen. Wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir nach und nach wieder nach oben kommen. Dankeschön. Auch wenn die gleich wieder weg sind, aber wir haben... Ich verstehe schon. Ja, ja, gut bezahlen. Was will er denn? Gib ihm mal 100 Plastik. 200 Kohle. Nein. Ja, doch. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen Elektronik. Nee. Ja, Holz können wir auch noch mal ein bisschen. Alter, willst du mich verarschen oder was? Ich hab doch nichts. Jetzt geht's gerade wieder hoch, ey, und dann kommt so ein Penner vorbei, ne? Ja, komm, den Rest in Holz? Nee. Auf gar keinen Fall. Hier nochmal Electronics. Boah, alter Arsch, ey. Ja, hier, ich kann es nicht sehen, aber meine Leute sagen, es ist viel, was ihr gebt. Ich hoffe. Ja, ja. Beim nächsten Mal, mein Freund. Wir werden uns wiedersehen. Oh, ich habe es gerade ausgesprochen, ne? Ich habe es gerade ausgesprochen. So. Ja, ja, ja. Wo, 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 wo? Hä? Was? Produktionsstopp. Überprüfe Förster. Da kannst du ja nur den da geben, oder? Nee. Hä? Oh, okay. Ah ja, hier wollte ich das Wohngebiet freiräumen, stimmt. Okay. Ja, ihr Lieben, wenn euch unser Rettungsversuch hier gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn euch interessiert, wie die Reise hier weitergeht in Endzone, A World Apart, oder auch auf meinem Kanal allgemein, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.